Ich bin heute bei meiner Tante in Hürth, um Bewerbungsbilder zu machen, weil ich habe mich da sehr, sehr lang vorgedrückt, weil ich mich generell nicht gerne fotografieren lasse und generell auch kein, ja, großer Fan bin von diesen typischen Bewerbungsbildern. Deswegen hatte ich jetzt noch seit ja, Jahren eins, auf dem ich aussehe wie 12. Da ich mich jetzt aber bewerben möchte für eben ja, meinen weiteren Berufsweg, brauchte ich jetzt eben wirklich auch mal vernünftige. Und da hat mir meine Tante angeboten, mir da zu helfen. Und ich war sehr skeptisch, weil ich, wie gesagt, ja, ich finde es schwierig, normal vor der Kamera mich zu verhalten und dass eben auch, ja, im Endeffekt auch die gewünschten Ergebnisse rauskommen. Und oft ist das ja bei Fotografen so, man hat 10 Minuten, man muss da irgendwie versuchen, noch vernünftig auszusehen, man muss versuchen, da auch, ja, das Ergebnis zu bekommen, was man möchte. Aber alleine schafft man das ja nicht so gut, weil ich habe jetzt meinerseits keine Ahnung von Fotografie und ja, habe mich da deswegen auch immer sehr unwohl gefühlt. Aber heute hier bei meiner Tante, ja, sie hat das ganz, ganz anders aufgezogen, hat da auch einen ganz anderen Hintergrund nochmal sich überlegt und eben auch von Beginn an, ja, mir geholfen, dass ich mich wohlfühle vor der Kamera und das war im Endeffekt auch erstmal, ja, Priorität Nummer eins, damit dem eben auch die Bilder rauskommen, die ich möchte, die ich haben möchte. Und das hat super geklappt heute. Also ich habe mich wirklich nach den ersten 10 Minuten schon wohl gefühlt und habe jetzt auch wirklich eine ganz, ganz große Reihe an Bildern, aus denen ich jetzt ja, mir das Perfekte aussuchen kann. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es nicht so schlimm sein muss, sich fotografieren zu lassen, wie es sonst immer scheint. Also ich bin super happy und würde es auf jeden Fall immer wieder machen.